So Freunde, heute ist Donnerstag und Donnerstag ist die Kniebeuge dran. Ich begann mein Training mit 60%, das war der erste Arbeitssatz mit 5 Wiederholungen. Da waren die Beine richtig frisch gewesen, da steckte noch Power drin. Das war auch wichtig, denn heute ging es bis 87% hoch, außerplanmäßig. Und nach der Kniebeuge ging es dann zu den Sprüngen über. Naja, die Konstruktion, mein Block sieht etwas wackelig aus, aber ich bin bei den Sprüngen nicht umgefallen. Es war auch heute wieder eine Steigerung bei den Sprüngen drin, von der Höhe von 85 letzter Woche auf 90 cm diese Woche. Und hier 72%, da ging es schon richtig ab mit mir. Da war richtig die Power in den Beinen zu spüren und auch der Gürtel war etwas leichter drum als letzte Woche. Ja, nachdem habe ich dann die Pausen auf die 4 Minuten verlängert. Hier im zweiten Sprung ging es auch wieder recht flott zu und nachdem ich mit den Sprüngen fertig war, wie gesagt, 4 Minuten Pause, die habe ich auch gebraucht, denn ich steigerte da auf 87% und machte eine Wiederholung. Die war recht gut umgesetzt worden und dann kamen wieder die Sprünge. Hier der dritte Sprung. Das mache ich alles zur Steigerung der Maximalkraft. Die Explosivkraft ist daher auch mit wichtig. Es ist nämlich der zweite Trainingsreiz. Es folgte nun mein letzter Satz mit 87%. Hier wieder eine Wiederholung. Mit voller Konzentration bin ich rein in die Beuge und wieder hoch. Das hat zwar ganz schön geschlaucht, aber es war ein sehr guter Umsatz und für die kurze Zeit recht gute Leistung. Ich wechselte dann zur Frontkniebeuge 3x8 heute mit 85 Kilo. Ich werde mich dann in den nächsten Wochen wieder hocharbeiten und dann geht es weiter als 125 Kilo. So Freunde, das war mein letzter Sprung gewesen und morgen werde ich dann das Bankdrücken weitermachen. Wir sehen uns, macht's gut! Leute, so habe ich am Freitag das Bankdrücken gemacht. Zuerst die Erwärmung, Liegestütze und Rotatorentraining. Das habe ich immer so kombiniert mit verschiedenen Rotatorentraining. Und dann habe ich mich hochgearbeitet bis auf 45%. Dann kamen die 3 Sätze dazu. Seit Anfang des Jahres habe ich meinen Griff immer Stück für Stück beim Bankdrücken nach innen geschoben. Mit dem Ziel, dass ich mit den Ringfinger auf den Ring der Stange dann landen werde, um somit den Trizeps und die Schulter mehr zu fördern. Ich habe dann eine Steigerung gemacht auf die 50% mit 3x8, habe das dann komplett durchgezogen, auch die Pausen recht kurz gehalten und im Anschluss kam gleich die fliegende Bewegung dran. Heute waren es 15 Kilo. Daran folgte das Kombinationstraining am Kabelgerät bei uns. Ich habe Arme, Trizeps und breites Rudern kombiniert, jeweils nach jedem Satz gewechselt. Und der Zug zum unteren Brustkorb ist ganz einfach das Training der Gegenspieler vom Bankdrücken. Also somit trainiere ich die hintere Kette. Am Montag geht es dann mit den Kreuzheben weiter. Da gehe ich dann nochmal ein Stück hoch. Und bis dahin, Freunde, schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag zum Training.